Was geht ab, meine Z-Fighter aus der Nähe? Und heute gab es überraschenderweise eine Ankündigung aus der Dokkan Battle JP Twitter Page. Nämlich diese haben einen neuen LR angekündigt. Es ist LR Trunks und Mai. Bevor wir uns alle Informationen zu LR Trunks und Mai ansehen, hat sich bei mir, nachdem ich diese Ankündigung heute Morgen um 10 war, glaube ich, gesehen habe, folgende Frage gestellt. Und ich denke, bei vielen von euch wahrscheinlich auch. Was ist mit Gogeta und Broly? Wenn wir kurz darauf eingehen dürfen, Freunde, was ist mit Gogeta und Broly? Denn der Film, der wird ja morgen auf die japanische Version in den Kino sehen, veröffentlicht, also was heißt japanische Version, sondern in Japan kommt ein Film raus in den Kino sehen, aber es gibt auch eine Worldpremiere in Hollywood, glaube ich, eine Hollywood Worldpremiere. Anyway, jedenfalls startet der Film morgen schon und Team Dokkan hat dazu gestern ein Statement gemacht zu der Broly-Kampagne, nämlich hat er gemeint, schaut an Team Dokkan natürlich, ist ein französischer Leaker, er hat nämlich gemeint, dass die Dragon Ball Super Broly Kampagne auf Dokkan Battle JP zum Filmstart losgehen sollte. Heißt morgen schon. Vielleicht bekommen wir auch die Information heute Mittag oder heute Abend wegen der Zeitverschiebung von Deutschland und Japan. Müssen wir uns quasi noch ein wenig gedulden. Jedenfalls zu der japanischen Version hat er gemeint, dass die Kampagne morgen losgeht, Freunde. Und die, nur weil die Kampagne losgeht, heißt es nicht zwingend, dass auch die Banner direkt online kommen müssen. Jedenfalls heißt das, dass laut ihm die Dragon Ball Super Broly Kampagne morgen auf der japanischen Version online gehen sollte, aber nicht unbedingt die Banner kommen müssen, sage ich mal dazu. Zu der globalen Seite hat er vermutet, Freunde, das ist eine Vermutung von ihm, dass das Ganze mit der Broly-Kampagne, Dragon Ball Super Broly-Kampagne starten könnte auf der globalen Version, je näher uns wir den International Release des Filmes bewegen. International Release ist ein bisschen, ja, kann man so oder so sehen, denn auf den USA, in den USA, glaube ich, kommt es am 16. Januar, bei uns am 29. dauert tralala, hier dies und dann. Jedenfalls, Freunde, mit International Release denke ich nicht, dass es Ende Januar sein wird oder sowas, sondern vielleicht so auch in den nächsten Wochen, ja. Sei es jetzt Dezember noch, zu Weihnachten, Ende Dezember oder dann Januar. So spät wird das nicht für Global sein. Die Sache ist aber dann folgende. Was passiert auf der globalen Version am 21.12.? Denn am 21.12. läuft momentan eine Celebration ab. Heißt, auf der globalen Seite sollte eine Christmas Celebration anfangen und da sollte ein gutes Banner kommen. Folgendes, Freunde, da kann ich jetzt quasi auch nur spekulieren. Deswegen habe ich euch gesagt, auf jeden Fall wartet auf jeden Fall noch bis zum 21.12., denn damit bekommen wir Klarheit, vielleicht sogar frühestens jetzt schon mit der Ankündigung heute Mittag oder heute Abend, wenn nicht quasi morgen dann auf der japanischen Version. Jedenfalls, ich würde auf jeden Fall auf der globalen Version bis zum 21.12. noch warten und dann wissen wir, okay, das und das kommt. Es könnte natürlich auch sein, dass es fehlt ja noch ein Hit, dass sie vielleicht so einen Hit zum Christmas raushauen oder irgendeinen anderen Charakter vorziehen für Christmas raushauen und danach erst die Dragon Ball Super Broly Charaktere raushauen. So oder so, Freunde, früher oder später werden die Dragon Ball Super Broly Charaktere kommen. Aber was ich dann gedacht habe bei der Ankündigung von LR Trunks und Mai. By the way, gab es keinen Data-Download. Es wurde von der offiziellen japanischen Dokkan Battle JP-Seite gepostet. Heißt, der Charakter ist noch nicht im Spiel. Ich habe mir bei LR Trunks und Mai gedacht, warte mal. Warum kommen die ausgerechnet jetzt? Und by the way, wir wissen nicht, wann genau sie kommen. Könnten vielleicht morgen direkt sein. Wir wissen noch nicht genau, wann LR Trunks mal auf der japanischen Version erscheint. Jedenfalls habe ich mir die Frage gestellt, warum kommen sie ausgerechnet jetzt? Nur eigentlich warten wir auch auf JP, auf die Dragon Ball Super Broly Charaktere. Folgendes Szenario, Freunde, was ich mir dann überlegt habe. Oder was so für mich realistisch war. Ist, LR Trunks und Mai kommen raus, damit man quasi die Lücke schließt, auch auf JP die Lücke schließt, bis zum 21.12. Denn auch da wäre dann Christmas natürlich auf der japanischen Seite, aber auch dann hätte man jetzt LR Trunks und Mai quasi, falls sie jetzt morgen erscheinen sollten oder demnächst, hätte man quasi eine Woche, womit man mit Global aufschließen könnte, wo die Global Celebration endet und auch quasi, ja, wo LR Trunks und Mai diese Lücke füllt als Filler-Banner. Ich denke, dass ein Sammelcharakter sein wird, denn Goku Black geht am 18. offline. Jedenfalls wäre LR Trunks und Mai meiner Meinung nach quasi eine Option, um die Lücke zu füllen bis zum 21.12. auch auf der japanischen Version, damit Global und JP zeitgleich einen Banner raushauen könnten, am 21. zum Beispiel. Ist von mir aus natürlich nur noch eine weitere Vermutung, eine weitere Spekulation, Freunde. Wir müssen uns nur noch ein wenig gedulden, dann haben wir Klarheit, wann das Ganze mit den Dragon Ball Super Broly Charakteren losgeht, in JP demnächst schon mit der Kampagne, Freunde. Muss aber nicht zwingend heißen, dass die Banner rauskommen. Wir werden auf jeden Fall jetzt die nächsten Stunden schlauer, sage ich mal. Jedenfalls, hat ein bisschen mehr Zeit gedauert, um das quasi näher zu bringen, was aktueller Stand ist wegen Broly und Gogeta.
Ist aber, denke ich, berechtigt, weil viele wahrscheinlich sich die Frage gestellt haben. Ella Trunks und meine Freunde. Wir haben Ella Trunks und meine Freunde japanischen Twitter-Page hier veröffentlicht. Oder da haben sie einen Tweet rausgehauen, offiziellen Tweet. Heißt, wir haben nur die Ella-Version. Wir haben nicht die vorherigen Versionen, weil wir haben keinen Data-Download. Wir wissen nicht, wie das Ganze aussieht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die SSR-Version beispielsweise mit dem Trunks anfängt. Base vom Trunks, der hätte eine farbbare SSR und so und so fort. Und man könnte ihn dann quasi mit den ersten Dokken-Event-Medaillen oder mit den Dokken-Event-Medaillen vom In-Future Trunks awaken. Denn ich sag's jetzt schon mal aus, er hat 4 Battle. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Super Strength Charakter, Ella Trunks und Mai. Leader Skill ergibt den, also sie geben der Time Travelers Kategorie Key plus 4 HP Attack mit 130% oder Super Strength Charakteren Key plus 4 HP Attack mit 100%. Mit der ersten Ulti machen sie Colossal Damage mit einer Medium Chance den Gegner zu stunnen. Mit der zweiten Ulti machen sie Mega Colossal Damage mit einer High Chance den Gegner zu stunnen. Passive funktioniert folgendermaßen: Sie haben at Start of Turn also immer 70% auf den Angriff, bekommen aber pro Time Travelers Kategorie Mitglied im Team, also maximal sind das 7, Attack mit 10% dazu. Heißt, man wäre bei 140% Attack und 70% Verteidigung, es sei denn, das wird separat kalkuliert, dann wäre das auch ein bisschen mehr mit dem Angriff, aber wir nehmen es einfach mal so an bis jetzt, denn das Maximum genau dieser Boost Attack und 10% sind up to 70%. Und wenn ein Gegner aus der Future Saga Kategorie existiert, also wenn man gegen einen Gegner kämpft, der zur Future Saga Kategorie gehört, bekommt diese Karte Ella Trunks und Mai Key plus 6 ohne High Chance gegnerische Angriffe zu dodgen. Es heißt hier High Chance gegnerische Angriffe zu dodgen. Aus den Übersetzungen hat niemand übersetzt, ob es auch Ultis, also Super Attacks sind. Ich konnte das so aus hier auch nicht herauslesen, denn normalerweise sollte das so in Klammern noch stehen, include Super Attacks, es sei denn auf der japanischen Seite wird das anders übersetzt. Jedenfalls Auto Attacks sind das auf jeden Fall High Chance, ob es auch Super Attacks sind, wissen wir noch nicht. Ich will da nicht sagen ja, weil wir es einfach nicht wissen, sage ich mal, ne? Könnte aber sein. Linkskill, Brainiacs, Attack mit 10%, Cold Judgment, Verteidigung 20%, Courage, Key plus 1, das ist mal Future Key plus 1, Prepare for Battle, sehr cool, dass sie das haben, Key plus 2, Fierce Battle, wie gesagt, 15%, deswegen denke ich, oder das erste Awakening von UR zu TUR muss auf jeden Fall mit Dokken Event Medaillen sein, damit er Fierce Battle bekommt. Was man danach für Medaillen braucht, könnten Story Event Medaillen sein, könnten noch Dokken Event Medaillen sein vom neuen Goku Black, könnte ich mir vorstellen und so und so fort, aber bekommt man natürlich als L-Charakter noch Legendary Power, 5000 auf den Angriff, wenn er eine SA startet, er gehört zu der Kategorie Time Travelers, Future Saga Combination. Interessant an dem Leader Skill ist, die haben halt komplett so die zweite L-Schiene, ich weiß, ob sie die aufgegeben haben oder nicht, damit meine ich zum Beispiel Mighty Mass, der Super Types Key plus 4 gibt und dann Extreme AGL Types in Boost, LR Virus und so und so fort. LSL zum Beispiel, die meine ich, da fehlt nämlich noch Super Int und von Extreme Types haben wir nur Bojack und Cell, also Int und Physisch. Heißt Tech, Strength und AGL fehlen da. Ich weiß, ob sie die Schiene komplett liegen gelassen haben, ob die nicht mehr weiterführen, ob solche Leader Skills nicht mehr weiterkommen von den LR. Jedenfalls nach LRGF kam dann quasi LR mit Kategorie Leader Skill. Der kommt an LRGFs Kategorie Leader Skill nicht ran, weil er gibt quasi nur Key plus 4 HP auf 130%. Gibt ein Key mehr als LRGF, weniger Boost auf jeden Fall, oder er gibt Super Strength Charakteren Key plus 4 HP in 100%. Sollte man nicht unterschätzen, als Leader kann man ihn trotzdem benutzen, aber ich denke eher, man wird ihn als Karte in einem Team spielen, also nicht als Leader setzen. Kann man natürlich machen, wie gesagt, aber muss nicht unbedingt sein. Jedenfalls, seine Einschränkung ist halt, man muss in den Time Travelers Team spielen, aber da, wir werden gleich einen Blick drauf werfen, funktioniert er gut, meiner Meinung nach. Ich habe mir eher ein LR Fusion Zamasu gewünscht mit einem Goku Black, weil dann hätten wir eine geile Relation mit Goku Black, Int und LR Fusion Zamasu und Strength Rosé mit LR Goku Black. Jetzt haben wir aber LR Trunks und Mai. Ist nicht schlimm, das gucken wir uns nämlich gleich an. Außerhalb davon bin ich mit der Pest zufrieden, Freunde. Ist ein bisschen was anderes. Also, ja, Attack at 70% at Start of Turn kann man mit Leben auf jeden Fall. Dann pro Time Travels Kategorie Mitglied bekommt eine weitere 10% drauf. Attack und Death ist auf jeden Fall nice, heißt 140%. Wenn das nicht separat kalkuliert wird und 70% Verteidigung, finde ich gut, ist nicht schlimm. Und dann, interessant ist quasi, wenn ein Gegner aus der Future Saga Kategorie existiert, dann bekommen sie Key plus 6, das ist krank, und High Chance gegnerische Angriffe zu dodgen. Zudem haben sie einen Stun-Chance auf beiden Super-Attacks. Einer würde meinen, ja toll, Dokken-Events, die sind dann eh immun in den letzten Phasen. Gebe ich euch recht, aber in Dokken-Event braucht ihr nicht unbedingt Stunts. Was interessanter ist, meiner Meinung nach, aus dieser Karte ist, offensiv stark, defensiv stark. Warum? Ich denke an die zukünftigen Super Battle Stages. Falls da mal eine Future Saga Super Battle Stage hinzugefügt wird oder eine Time Travelers, dann haut das Ding links und rechts alles weg. Dann ist das wirklich eine sehr gute Super Battle Karte. Warum? Jetzt gehen wir mal aus, wir müssen mit einem Time Travelers Team kämpfen. Also Super Battle Stage, Time Travelers. Wir gehen mit einem Time Travelers Kategorie rein. Heißt, die komplette Passive ist getriggert, was Attack und Death Boost anbelangt.
Zusätzlich werden wir, was heißt ganz sicher, aber vielleicht mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Time Travels Kategorie gegen Charaktere kämpfen, die aus der Future Saga Kategorie sind. GG. Heißt, der zweite Teil wird auch getriggert. Key plus 6 und High Chance Angriff zu dodgen im Super Battle Road. Genau das, Freunde. Dafür, also ich denke da ein bisschen an die Zukunft, sag ich mal, und dafür ist auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Denn Super Battle Road ist für mich quasi ein Modus, das ist schon herausfordernd. Und wenn da solche Charaktere kommen, die das ein bisschen, natürlich ist ein LR, man muss dafür erstmal summonen und ich denke, dass ein Summon LR sein wird, weil er 77 Kosten hat. Aber ja, wenn man ihn hat, dann kann man auf jeden Fall nutzen. Aber auch wenn eine Future Saga Kategorie kommt, er ist auch in der Future Saga Kategorie vertreten. Selbst da wird dann vielleicht nicht die ganze Pässe getriggert, je nachdem, ob man auch Time Shadows Charaktere in die Future Saga Team mitnimmt. Aber selbst da dann kann die ganze Pässe komplett getriggert werden, je nachdem, gegen welchen Gegner man kämpft und so und so fort. Also in der Hinsicht finde ich sie auf jeden Fall sehr cool. Ich denke an die Zukunft. Lasst mir auf jeden Fall wissen, was ihr von den beiden haltet. Ella Trunks und Mai, oder von der einen Karte ist eine Karte, aber Duo Combination, deswegen sind sie auch in der Combination Kategorie. Ist jetzt nicht der Burner, so, wisst ihr, was ich meine, ist kein Gamechanger, so wie LRGF, war krass, aber ich finde sie angenehm, ich finde sie auf jeden Fall nett. Nett tritt, glaube ich, ganz gut. Jedenfalls, genau, sie werden in der Time Travels Kategorie sein, auch in der Future Saga, aber in der Time Travels Kategorie sollte man sie spielen, besser gesagt, zwecks Passive, aber man kann auch das Future Saga Team bauen, im Aspekt, dass man viele Time Travels Charaktere mitnimmt, jedoch, da man Doppel Future Gohan hat, verliert man schon 2 Spots. Dann sind es quasi im besten Fall nur 5 Time Travels Charaktere im Future Saga Team. Aber deswegen im Time Travels Team oder in der Kategorie wird er sehr gut aufgehoben sein, meiner Meinung nach. Warum? Denn mit Goku Black hier, nicht transformiert, klingt er sich schon gar nicht mal so schlecht. Und meiner Meinung nach könnte man auf jeden Fall mit Goku Black in einer Rotation halten, LR Trunks zu meinen. Warum? Sie haben Cold Judgment, Sans Post auf die Verteidigung, sie haben Prepare for Battle Key plus Zeit, das ist mein Future Key plus 3 und 4 Battle. Das sind 4 Linkskills, 15% ist auf jeden Fall solide gedeckt. Damit kann man leben, das sind echt gute Linkskills. Dann, wenn wir uns den Aspekt in den Teambuild quasi, jetzt ist die Karte noch nicht draußen natürlich, kann man, wie gesagt, Goku Black in einer Rotation spielen mit LR Trunks und Mai. Ich habe jetzt 2 verschiedene genommen, das soll LR Trunks und Mai sein. Und in der anderen Strength Flow sehen mit LR Goku Black. Dann nimmt man zum Beispiel Supporter mit, auf jeden Fall Supreme Kind of Time. Und dann entweder Super Saiyan 3 Bardock, auch mit so einem Support-Aspekt für Super-Type-Units, aber individuell auch sehr stark. Gute Link-Skills. Oder man nimmt dann direkt so einen Supporter mit Bardock. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist ein sehr schönes Team. Ich hätte mir ja gewünscht, dass ein LR Fusion Zamasu kommt, dann wäre das Team komplett Ningen-like. Aber auch so habe ich kein Problem damit, Freunde. Wie gesagt, lasst mich auf jeden Fall wissen, was hattet ihr von LR Trunks und Mai. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace.